weit geflogen? Nur zwei Flüge. America. Ich bin durch die Straßen gegangen und bei jedem Block irgendwie habe ich geguckt und habe gesehen, wow, da ist noch ein viel größeres Hochhaus und da das glänzt noch viel besser in der Sonne. Leute, die zuhörten, ein kleines Konzert gegeben, wollten eigentlich nur ein Video drehen. Plötzlich standen ganz viele Leute da. Und fantastisch, beziehungsweise erstaunlich finde ich auch, dass wir die Entertainer-Nation schlechthin beeindrucken konnten. Das hätte ich nicht gedacht. Ich fand es wunderbar, dass wir an diesen verschiedenen Orten gesungen haben. Es macht einfach Spaß, mit und er zu singen, egal wo. Und ich fand es auch toll, die Reaktionen zu sehen und dass man ganz einfach Menschen berühren kann. Da dich mein Herz erwacht. Ich bin sehr beeindruckt davon, was Menschen so bauen können, wie hoch man sein kann, ohne zu fliegen. Und habe sehr gerne in diesem Glaskasten gesessen und runtergeschaut und über die Welt nachgedacht. Wie man es hört und kennt, sind die Amerikaner tatsächlich sehr offene, euphorische Menschen. Das ist irgendwie so ein Klischee, was manchmal auch nervt, aber es ist dann, wenn man so mit offenen Armen empfangen wird, auch total angenehm. Hier unseren achten Auftritt. Und das allein fühlt sich vollkommen unreal an. Und, und die Reaktionen auf uns und auf unseren Auftritt waren einfach beraubend. America. 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 America.